Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video ganz kurz erzählen, was Luis ist und wofür Luis verwendet werden kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter einer Rettungsleitstelle oder einer Feuerwehrleitstelle und Sie würden folgenden Satz bekommen. Da war ein Unfall auf der A7 mit einem LKW und einem Motorrad. Wir als Menschen würden sehr, sehr viele Informationen sofort aus diesem Satz beziehen. Wir wissen, es geht um einen Verkehrsunfall. Wir wissen, der Einsatzort ist auf der Autobahn A7. Und wir wissen, es sind zwei Fahrzeuge beteiligt, ein LKW und ein Motorrad. Und genau das, nämlich so diese Quintessenz aus einem Satz herauszufinden, ist das Ziel des Language Understanding Service oder kurz LUIS. Wenn Sie also diesen Satz jetzt an LUIS schicken würden, dann würden Sie im ersten Schritt eine Einordnung bekommen, worum es sich denn grob handelt. Also zum Beispiel in diesem Fall um einen Verkehrsunfall. Und Sie könnten mehr oder weniger ausschließen, dass es sich um Halsschmerzen oder um einen Brand handelt. Um das noch ein bisschen genauer interpretieren zu können, bekommen Sie Wahrscheinlichkeiten. Also zu 97% glaubt Luis, es ist ein Verkehrsunfall, aber vielleicht zu 13% könnte es auch ein Brand sein. Und dann bekommen Sie zusätzlich noch einzelne Wörter, die von entscheidender Bedeutung sind. Zum Beispiel A7 als Einsatzort oder LKW und Motorrad als Fahrzeug. Das Ganze funktioniert dank Machine Learning und dank Testdaten, die Sie natürlich bereitstellen müssen, aber dazu werde ich in den nächsten Wochen mehrere Videos drehen. Das heißt, am Ende des Tages bleibt von diesem Satz eigentlich wirklich die Quintessenz über. Und das ist natürlich die Information, mit der wir als Techniker dann weiterarbeiten könnten, um strukturiert darauf zuzugreifen. Das Language Understanding Service ist ein Teil der Cognitive Services und die Cognitive Services lassen sich grob in 5 Kategorien einteilen: Decision, Language, Speech, Vision und Web Search. Und das Language Understanding Service befindet sich in der Language Kategorie, was so viel bedeutet wie, es geht um Text, es geht um geschriebenen Text, nicht um gesprochene Sprache. Also allen voran dient Luis dazu, dass man einen Text eben interpretieren kann und die Quintessenz herausfindet. Wenn Sie möchten, könnten Sie aber Luis kombinieren mit der Speech Kategorie. Das heißt, es wäre auch möglich, dass man wirklich gesprochene Sprache durch Luis analysieren lässt und damit die Bedeutung herausfindet. Wenn es um geschriebene Sprache geht, dann sind Bots nicht weit weg und Luis eignet sich natürlich perfekt im Zusammenhang mit dem Microsoft Bot Framework, um das Geschriebene in einem Chatbot zu verstehen und dann möglichst adäquat zu beantworten. Ein paar Sätze zur Verwendung noch. Grundsätzlich handelt es sich bei Luis um REST Services. Das heißt, Sie haben verschiedene Endpunkte, sowohl für die Prediction als auch für die Verwaltung Ihres LUIS-Models. Der Betrieb erfolgt entweder in Microsoft Azure oder als Docker-Container. Also Sie könnten LUIS auch lokal betreiben und wenn Sie zum Beispiel aus Latenzgründen oder aus Datenschutzgründen auf Azure verzichten möchten, wäre das als Docker-Container möglich. Es gibt SDKs, die im Prinzip die REST-Services wrappen, für C#, für Go, für Java, für Node.js oder für Python. Und die Bezahlung erfolgt wie immer bei den Cognitive Services per Use, das heißt pro Transaktion, die Sie an das LUIS-Service schicken, werden Ihnen Kosten in Rechnung gestellt. In dem Fall sind es 0,0012 € pro Transaktion oder anders gesagt, wenn Sie 1000 Texte zur Analyse schicken, dann zahlen Sie dafür 1,20 €. Das soll eine kurze Zusammenfassung zum Thema LUIS gewesen sein. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt. Wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren, weil in den nächsten Wochen werden noch einige Videos zu diesem Thema folgen. Viel Spaß beim Ausprobieren und danke fürs Zuhören.